Guten Morgen und willkommen zum zweiten Teil des Geburtstags-Vlogs. Es ist zwar nicht mehr mein Geburtstag, aber wir feiern trotzdem noch Geburtstag weiter heute und morgen auch noch und übermorgen auch noch und übermorgen, überübermorgen auch noch. Oh. Also, ich habe sehr gut geschlafen, du auch? Ja. In diesem schönen Bett. Echt? Erste Nacht mit 21 überlebt. Und gestern Abend habe ich noch ein paar Geschenke ausgepackt. Juhu. Damit hatte ich gar nicht so gerechnet. Ich kann euch gerade mal zeigen, was ich schon so bekommen habe. Das ist mein kleiner Geschenketisch. Ich habe ein Kochbuch bekommen. Green Love heißt das, von Lea Green. Kurkuma Latte, so eine goldene Milchmischung. Dann habe ich süße Servietten zusammen mit diesem coolen Salatbesteck. Das ist voll schön. Dann habe ich eine schöne Lunchdose bekommen für zum Beispiel mein Mittagessen, was ich immer mitnehme in die Redaktion. Granatapfelbalsam. Das hatten wir schon öfters mal zu Hause und da fand ich das mal mega lecker. Und jetzt hat Mama mir das besorgt. Richtig cool. Dann habe ich hier noch Küchenhandtücher oder so Geschirrtücher. Kann man immer gebrauchen. Kleine Handtücher, neue fürs Bad. Dann hier so ein Tortending in Mini, finde ich voll cool. Kann ich voll gut für meine Kuchen gebrauchen. Und dann hier solche Du kannst es Karten. Das sind so ganz süße Karten, wo immer irgendwelche schönen Sprüche oder so Lebensweisheiten, Erinnerungen, was auch immer, so draufstehen. Die kann man sich dann jeden Tag angucken, wenn man mag. Ein sehr schönes Geschenk. Und als letztes eine voll schöne Schüssel, die ich bestimmt sehr gut zum Backen nehmen kann. Und ein paar Gewürze. Sowas hatte ich mir gewünscht, weil ich ja meinen Gewürzschrank ein bisschen auffrischen wollte. Und ja, das waren meine Geschenke. Aber mein Hauptgeschenk ist eigentlich von Mama, dass wir nächste Woche zusammen ein kleines Mutter-Tochter-Wochenende machen und zusammen nach Heiligenhafen fahren. Da gibt es nämlich so ein ganz cooles Beach-Hotel. Und Mama und Papa waren da schon. Wie oft wart ihr da? Zweimal? Zweimal. Und das soll wohl ganz toll sein. Und ich hatte mir halt eher so von Mama und Papa gewünscht, dass wir irgendwas zusammen unternehmen oder machen, als irgendwas so Materielles. Und Mama hat mir halt diese Übernachtung da in dem Beach-Hotel geschenkt. Und da fahren wir dann nächstes Wochenende hin. Und da freue ich mich schon voll drauf. Und ja, Papa hat auch irgendeine Überraschung für mich. Da weiß ich aber nicht, was es ist. Ich sollte mir nur im Juli einen Tag frei nehmen, das weiß ich. Aber was wir da machen, keine Ahnung. Vielleicht erfahre ich es heute noch. Vielleicht bleibt es auch eine Überraschung, keine Ahnung. So, und dann war ich noch baden gestern Abend. Und dann sind wir eigentlich nur noch ins Bett gefallen, weil wir so müde und satt waren und ja, einfach so, ich war rundum glücklich, also alles richtig. Ja, jetzt haben wir uns gerade ein bisschen fertig gemacht, denn wir gehen jetzt gleich frühstücken. Ich veranstalte ein kleines Geburtstagsfrühstück mit ja, ein paar Freundinnen von mir hier aus Hamburg. Leider konnten nicht alle heute, also sind wir nur eine kleine Runde, aber trotzdem freue ich mich total und wir gehen ins Mutterland Kölns. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr ja bestimmt, dass ich so ein großer Mutterland-Fan hier in Hamburg bin. Und deswegen machen wir da ein kleines Geburtstagsfrühstück. Und ja, ich freue mich total auf ein leckeres Frühstück gleich und die anderen zu sehen. Und ja, auf einen schönen Geburtstagstag 2. 13a, genau. Und morgen ist 13b und dann kommt 13c. Hamburg auch. Ja, das ist auch einfach eine tolle Stadt. Da sind wir. Besten Franzbrötchen in Town. Lecker. Sieht cool hier aus, oder? Der Boden ist echt toll. Was Besonderes, finde ich. Und hier frühstücken wir jetzt.
Ich bin wieder die Deko-Queen. Überall. Du machst dich mal wieder überall beliebt. Scheiße, die Kleidung. Ja. Wie viel hast du davon eigentlich mitgenommen? Eine Rolle. Guck mal, das passt jetzt hier so. Toll. Wo ist die Birthday gelandet? Hier ist im Koffer. Na schön. Und dann dürfen wir uns nie transportieren. Ja, natürlich, auf jeden Fall. So, unser Frühstück ist da. Wir haben ganz tolle Tagere. Und auch alle da. Schön. Und ich habe auch Geschenke bekommen. Muss ich gleich mal auspacken. So, lasst es euch schmecken, ihr Lieben. Ich war jetzt gerade ganz kurz einmal bei mir zu Hause im Apartment und habe meinen Koffer geholt und die ganzen Geschenke und sowas dahin gebracht, damit ich das jetzt nicht mitschleppen muss. Mama ist so lange hier in der Stadt geblieben und jetzt treffe ich mich mit ihr wieder. Und ja, das Frühstück war super, super schön. Es war einfach alles so total perfekt. Das war mega lecker. Die haben das total niedlich gemacht. Das sind Etageren. Das hat echt, also es war, sah super süß aus, hat richtig lecker geschmeckt. Das Franzbrötchen war ein Traum. Also wirklich, wenn ihr mal in Hamburg seid, müsst ihr. Okay. Wenn ihr mal in Hamburg seid, müsst ihr auf jeden Fall beim Mutterland dieses Franzbrötchen essen. Das ist so genial. Und da haben wir ganz lange gequatscht. Ich habe super süße Geschenke bekommen. Dieses tolle Kochbuch, Delicious-ly, von Sophie. Dann so süßes Geschirr mit Tee und Datteln von Birti. Und so einen total süßen Kaffee-Guide, nenne ich es mal, von Jana, wo sie alle unsere Kaffeebesuche so mit Foto aufgeschrieben hat. Und genau, am Ende noch einen kleinen Kaffeegutschein reingesteckt hat. Also total süß, ich habe mich so mega gefreut. Und jetzt ja, bin ich hier in der Levante-Passage, suche Mama. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, bevor unser Zug nach Hause geht, weil wir fahren ja nachher noch nach Hause. Und jetzt suche ich sie erstmal. Ich glaube, ich habe rangezoomt, weil ich kann es gerade nicht ändern. Weg, geht weg. Da ist Mama wieder. Hallo. Und wir sind jetzt gerade in die Schanze gefahren und wollen hier jetzt noch ein bisschen rumlaufen und dann, bevor wir fahren, noch mal bei Happenpappen einkehren, Happenpappen. Wie fandst du denn das Frühstück? Das war so schön. Fand mit deinen Mädels, also echt ganz tolle Menschen und die Atmosphäre da war wunderschön. Ja, war also nochmal rundum schön. Genau, nochmal vielen Dank auch an Mutterland, ja, die das echt toll gemacht haben. Also falls ihr mal eine schöne Location sucht für so ein Geburtstagsfrühstück oder ein schönes Meeting oder generell einfach, um irgendwo schön zu frühstücken, Mittagessen zu gehen oder auch vielleicht ein bisschen schicker Abendessen zu gehen, kann ich euch das Mutterland Kölns nur empfehlen. Das ist da so im Grunde um die Ecke vom Rathaus. Ich war heute jetzt doch noch erfolgreich und zwar bei Edited und ich habe eine richtig schöne gelbe Strickjacke gefunden. Lea hat übrigens die gleiche, aber die sieht so schön aus, ich freue mich darüber. Und zwar noch ein kleines Geburtstagsgeschenk. Dankeschön! Nachgeburtstagsgönnung. Wir sind jetzt bei Happenpappen und ich habe einen großen bunten Salat. Mama hat die Quiche, die sehr lecker ist. Und Mama und ich stehen jetzt am Bahnhof. Wir waren noch sehr lecker bei Happenpappen essen und hatten auch noch einen sehr leckeren Kuchen, beziehungsweise zwei Stück Kuchen. Den Carrot Cake und den Schokobananentraum. Beide echt
extrem lecker. Und jetzt sind wir am Bahnhof und fahren. Schiedelhinweis, IC 737, Stuttgart über Hannover, Abfahrt. Ich bin zu Hause. Das kleine Wiener Schnitzel. Und Mama und ich haben das vegane Quinoa-Kokos-Risotto. Das sieht richtig lecker aus. Guten Appetit! Bei euch melden. Wow, ich bin irgendwie total überlichtet. Es ist jetzt Freitag. Mama und ich sind gestern Abend gut nach Hause gekommen. Wir waren noch super lecker essen in der Glück und Seligkeit, falls ihr das kennt oder ihr euch irgendwie in Bielefeld auskennt. Das war sehr, sehr lecker. Dann bin ich nach Hause gekommen und Papa hat noch schön einen Tisch dekoriert und sogar einen Kuchen noch organisiert. Ich zeige ihn euch gerade mal. Er ist leider jetzt schon zur Hälfte weg, aber ihr habt ihn bestimmt jetzt eben schon gesehen. Und dann haben wir gestern Abend noch gemütlich zusammengesessen und Geschenke ausgepackt, so ein bisschen, die jetzt noch hier waren, die Mama nicht mitgenommen hat. Und die kann ich euch auch gerade mal kurz noch zeigen. Das sind die Sachen, die ich bekommen habe. Einmal ein sehr cooles Kochbuch noch, das heißt Oshi Glows für jeden Tag. Super leckere Rezepte. Kann ich nur empfehlen, habe ich mir schon ein bisschen angeguckt. Dann habe ich neue Bettwäsche bekommen plus ein Bettlaken. Und ich habe Urban Ears bekommen, also Kopfhörer. Finde ich super cool zum Laufen oder einfach ja zum Videoschneiden, so im Zug unterwegs. Dann habe ich ein paar Töpfe bekommen und eine Pfanne. Das habe ich mir gewünscht, weil ich brauchte unbedingt neue. Meine sind mittlerweile ein bisschen ranzig. Von meiner Schwester habe ich ein Kokosnussgewürz bekommen. Und dann habe ich von Papa seine Überraschung bekommen. Hatte ich euch ja schon erzählt, dass ich mir von Mama und Papa jeweils gewünscht hatte, dass wir irgendwas zusammen unternehmen. Und von Papa habe ich Karten für die German Open in Hamburg bekommen im Juli. Und genau, von Mama habe ich ja das Wochenende in Heiligenhafen bekommen, in dem Beach Hotel. Da fahren wir nächstes Wochenende dahin, da freue ich mich auch schon mega drauf. Ich habe mich über alles mega gefreut und bin echt total baff, weil ich eigentlich mit kaum oder gar keinen Geschenken so wirklich gerechnet habe. Und ja, jetzt ist Freitagabend und der Geburtstag geht weiter. Ich habe ein paar Freunde eingeladen hier von zu Hause. Halt hier so meine Freunde, die ich noch in der Heimat hier habe. Wir sind nur eine kleine Runde, weil es ist mal ein bisschen schwer, alle so zusammenzubekommen, weil die alle auch woanders studieren und so. Aber ja, ein paar kommen auf jeden Fall jetzt heute Abend und Mama und ich haben schon schön vorbereitet. Mama hat den Tisch gedeckt draußen. Es ist nämlich sehr schönes Wetter und wir wollen grillen. Und ich habe auch ein bisschen was gezaubert. Mal kurz einmal in die Küche. Also es gibt einmal meinen Kichererbsensalat, den ich in dem Maggi-Video gemacht habe. Den habe ich jetzt gerade noch mal gemacht. Hier sind halt Tomaten, Lauchzwiebeln und ein bisschen Zitronensaft kommt da gleich noch rüber. Und dann habe ich ein Focaccia gebacken und zur Hälfte mit Tomaten belegt und zur anderen Hälfte einfach mit Meersalz und so mediterranen Gewürzen bestreut. Und ich glaube, das wird sehr, sehr lecker. Hier kochen jetzt gerade Kartoffeln. Und als Nachtisch habe ich hier so kleine Käsekuchen im Glas gemacht. Da habe ich unten so eine Mischung aus Mandelmehl, Kokosmehl, Nüssen, Ahornsirup und Kokosöl gemacht. Und dann ist das hier eine Creme aus Kokosjoghurt und Quark. Und hier sind oben Erdbeeren drauf. Und dann gibt es noch Salat. Den macht Mama jetzt gleich. Und ja, ich glaube, es wird alles sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Und ich freue mich sehr darauf, dass die jetzt gleich alle kommen. Ich habe die auch schon alle echt lange nicht gesehen. Und das Wetter spielt heute auch super mit. Und es ist wieder richtig warm und schön sonnig. Und ja, es wird bestimmt ein schöner Abend.